Ja, Mann! Jetzt aber! World War 3! Bruder! 40 Sekunden! Zu Japani. Ja, jetzt mach aus, wird gerade gestartet. Nein, noch eine Minute. Was? Was 4 Stunden? Was? Ey, komm, jetzt ganz Real Talk, Alter. Ey, ich schmeiß Stream gleich von der Platte. Kannst du mir erzählen, was du willst, Alter? Was ist da los, Alter? So, jetzt müssen wir gucken. Mann, wir wollen World War spielen. Ey, ist doch nicht wahr. Kann nicht sein, dass er mir wieder anzeigt hier 4 Stunden, Alter. 2, 4 Tage. Will er mich verarschen, Alter? Ey, hier. Was ist denn da los, hier, Alter? Hier, ich schmeiß Steam gleich runter, Alter. Ist der letzte Drecksladen, ist das. Krieg doch niemals eine vernünftige Downloadrate hin und jetzt 13 Tage. Was will der von mir? Starte doch das verkackte Spiel. Nee, geht nicht. 18 Tage, 23 Tage. Ja, sehe ja 100 Tage gleich, Alter. Will er mich verarschen? Lul. Ich will immer mehr. Ja, yeah, geil. Wir spielen das erst in 20 Jahren. World War 3. Wir spielen das erst in 20 Jahren. Ja? Warte, ich mach den. Ich hab gesagt, ich geh erstmal noch schlafen. Was soll der Scheiß jetzt? 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 Ein Jahr! Way! Woo! Wir spielen als erst in über einem Jahr World War 3. Danke, Steam! Aber geil, da steht sogar. Und jetzt nochmal 2 Minuten. Was soll der Scheiß jetzt? Da kann man mal klatschen! Was soll der Scheiß jetzt? Da kann man mal klatschen! Wieso jetzt noch mal 3 Minuten? Er will er mich verarschen, Alter? Was ist sein scheiß Problem jetzt? Installier den scheiß Game! Was soll der Scheiß jetzt? Mann! 20 Minuten! Ja, noch mehr, weil nichts passiert! 0 Bytes! Was soll auch passieren? Mann! Was soll der Scheiß jetzt? Mann! Was soll der Scheiß jetzt? Was soll der Scheiß jetzt? Mann! Es kann doch... Was hat Steam jetzt für ein fucking Problem? Es geht doch nicht! Jetzt geht er wieder hoch auf über ein Jahr. Was soll denn das? Er macht nichts! Er installiert 0! Nichts! Was ist jetzt sein scheiß Problem? Erklär mir das! Was ist sein scheiß Problem, jetzt da was zu installieren? Danke für den Follow, Muffin. Ganz lieben Dank, MuffinP49. Ich grüße dich. Was reg ich mich auf? Steam wird aktualisiert. Was aktualisiert der da? Steam war die ganze Zeit offen. Ich wünsche mir einfach das so wie früher wieder. Einfach eine CD kaufen mit einem Key. Dann installierst du das mit dem Key, wo es eingeben muss. Und dann läuft das. Ja, ich bin alt. Ich habe noch damals DVD-ROMs gehabt. Soll ich mich jetzt trauen, auf Download zu klicken? Oder steht da wahrscheinlich 20 Milliarden Trillionen Jahre wahrscheinlich. Mann oder Memme? Los! Oh, sind nur noch 17,3 MB. Ich frage mich, wo er gerade die restlichen 5,1 dann hin installiert hat. Das ist Part of Exile, du Affe. Achso, lul. Achso, jetzt muss er nochmal 5,3 runterladen. Sehe ich das richtig, ja? Muss ich jetzt tatsächlich nochmal 5,3 runterladen? Obwohl ich das gerade schon gemacht habe. Ich habe gleich, ohne Scheiß, mir platzt gleich echt der Arsch. Ich find's gut, dass ich jetzt gleich wahrscheinlich nochmal 5,3 runterladen muss, obwohl ich das schon hatte. Weißt du, da hast du mal einen Tag frei in der Woche, morgen. Und dann willst du mal einen Tag davor streamen und dann kommst du nicht dazu, weil das Kack-Scheiß-Programm hier von Steam der Meinung ist, muss zig Updates immer laden. Weil die Games immer heutzutage 125 Updates brauchen, damit sie mal anständig laufen. Jetzt habe ich explizit Düsseldorf gewählt. Düsseldorf. Ja, den Download-Server. Jetzt guck dir doch die Scheiße einfach mal an. Guck dir die Scheiße an, Alter. Und dafür lasse ich meinen Counter-Strike sausen, dass ich hier den Wahnsinn-Simulator gucke. Ja. Ey, das kann doch nicht sein. Ja, aber guck dir die Scheiße doch an. Was soll denn das? Woran liegt diese Pisse? Woran liegt diese Wichse? Und jetzt braucht mir keiner ankommen. Ja, es liegt an der Netzwerkkarte, es liegt an einer Leitung oder sonst irgendwas. Hier. Woran liegt das? Ich habe nur 1,7 Mbit. Will mir denn einer verarschen, Alter? Das liegt an Steam. Da kann mir einer erzählen, was er will. Komisch, weil in Polen habe ich fast 10 Mbit. Gehe ich nach Tschechien, habe ich wahrscheinlich 13. Gehe ich in die Türkei, habe ich wahrscheinlich 100. Hier.
Ja, aber es kann doch nicht sein, Alter, dass ich nur mit verkackten 4M mitlade, Alter. Wie lange soll ich denn laden an so einem verschissenen Wix-Spiel? Auf der PlayStation hat mich das schon angekotzt, aber PlayStation ist ja sowieso klar. Es kotzt mich so an, ehrlich. Mich kotzt das an. Mehr wie 6 Mbit wirst du da nicht sehen. Es kotzt mich einfach... Ich kotze das einfach an, ehrlich. Es kotzt mich einfach an, ey. Es ist zum Kotzen, ehrlich. Entschuldigung, dass ich mich da gerade so aufrege, aber es ist einfach zum Kotzen. Es ist lächerlich. Es ist lächerlich. Ja, ich wäre ja mal froh, wenn ich mit 26 Mbit laden könnte. Wäre ich ja mal froh. Wäre ich ja mal Real Talk froh. Meine PS4 schafft sogar 110 Mbit. 110. Meine PS4. Nein, Steam kriegt das nicht auf den Schirm. Steam kriegt das nicht auf den Schirm, ehrlich. Steam kriegt das partout bei mir nicht auf dem Schirm, dass ich mit... Ich brauche noch niemals volle Bandbreite, aber wenigstens, wenn da stehen würde, vielleicht 15 oder um die 20, würde mir schon vollkommen ausreichen. Aber nein, null. Way, geil. Ist uninteressant. Ist, wie gesagt, wenn du aus Steam anrufst, dann ist doch vollkommen Wurst. Ja, liegt nicht an uns, liegt ja nicht am Internetanbieter. Fick dich. Ganz ehrlich, fick dich. Dein Internetanbieter wird wahrscheinlich zu oft durch einen Pulli gestillt, der Typ, mit dem du dann am Telefonieren bist. Was hast du gemacht? Du hast einen Speedtest gemacht? Auch über Düsseldorf? Wo über Düsseldorf? Was für ein Düsseldorf? Was für ein Speedtest? Wo? Bei was ist meine IP? Bei Unity Media? Ich sehe halt nicht ein, dass ich hier meine kostbare Streamzeit mit euch zusammen in so einem scheiß verfickten Huren-Wix-Scheiß-Dreckskack-verkackten Pimmel- Shit-programmierten Dreckshaufen verbringe. Anstatt mit euch die schöne Zeit zu verbringen, in einem Spiel zu zocken mit euch. Am Handy über App Speedtest. Herr Server heißt Autosolove. Ja, aber es geht doch gerade um Steam. Sag mal, was erzähle ich denn gerade? Ist nicht böse gemeint, dass ich ein bisschen gerade aggro bin, aber ich verstehe gerade nicht, warum du gerade dein Internet testest. Verstehst du, was ich meine? Es geht gerade um Steam. Und nicht um deine Internetleitung, um meine Internetleitung. Meine Internetleitung funktioniert. Habe ich ja gerade gezeigt. Es geht gerade um fucking Steam. Und es geht nicht. Ich habe 7 Mbit, Alter. Da haben die in Bangladesch in ihrem verfickten Huren-Internet-Café wahrscheinlich noch besseres Internet. Tut mir leid, dass ich gerade so aggro bin, aber es ist wirklich so. Es kotzt mich an. Es kotzt mich an. Jedes Mal, wenn du verfickten Steam öffnest, nicht Stream, sondern Steam öffnest, musst du irgendwelchen verkackten Wix-Alter runterladen. Ehrlich, es kotzt mich nur noch an. Früher hast du das Spiel eingelegt, hast einen verfickten, hast die Hülle aufgemacht, so wie es hier der Fall ist. Machst die Hülle auf, hast einen Key da stehen, den du eingeben musst und dann konntest du zocken. Da brauchst du nicht 100 Trilliarden Updates, damit das verfickte Wix-Game läuft. Da hast du es installiert und dann lief es auch. Nein, heutzutage brauchen verfickte Hurenspiele 20 Milliarden Updates, damit du mal zocken kannst. Oh, Multiplayer? Nee, machen wir nicht. Wir machen jetzt erstmal Singleplayer. Ach, Multiplayer hauen wir erstmal in 2 Jahren später raus. Ah, nee, warte mal. Wir machen das so, dass du bezahlen musst dafür. Aber damit ein bisschen mehr Geld erwirtschaften. Wo sind die Spiele von früher hin? Wo sind die Games? Du legst sie ein, kannst zocken, boah, bist froh. Wo ist dieses, oh, das Spiel ist nicht scheiße, ist aber auch nicht gut, aber es ist super. Wo ist die Zeit hin? Wo ist das hin? Es ist einfach weg. Es ist einfach nur noch Massenmarkt. Meiner Meinung nach. Du bezahlst heutzutage nur noch für einen Scheißhaufen, den du kriegst. Und das ist nicht nur bei Spielen so, das ist bei allen so. Und jeder will immer das Neueste und das Tollste sehen, aber Leute denken da einfach nicht drüber nach. Also wie gesagt, will jetzt keinem schlecht reden oder sonst irgendwas, aber meine persönliche Meinung ist halt, wir Gamer, ne, wir lassen uns auch momentan sehr viel beeinflussen durch PR und so eine Pisse. Ne? Ich meine, ich auch. Ich habe mittlerweile auch nicht mehr so viel vorbestellt dieses Jahr. Obwohl ich eigentlich gesagt habe, ich bestelle dieses Jahr gar nichts mehr vor. Trotzdem habe ich Spiele vorbestellt. Aber wir werden so gehypt und weißt du, die Hype-Schwelle ist so hoch. So. Okay, ich darf den Arm nicht runter, dann sieht das komisch aus. So hoch die Hype-Schwelle. Dann kaufst du das Game für knappe 60, 70 Euro. Gut, auf dem PC sieht es ein bisschen anders aus wegen den Steam-Keys. Aber auf Konsole, sag ich mal, du hast keinen PC, keinen Gaming-PC, kaufst du eine Konsole für 60, 70 Euro, dann bist du mega enttäuscht. Ich bin so pissig, so sauer von Days Gone. Bin da eigentlich sehr offen dran gegangen, weil ich mich nicht gehypt gefühlt habe, weil ich nur damals den Trailer gesehen habe und gedacht, oh, okay, komm, kaufst du dir, wenn es rauskommt. 60, 70 Euro bezahlt. Für einen Kack kaufen, für ein Spiel, was nicht fertig entwickelt ist.
Was sie erstmal nach 20 Patches erstmal die Framerate in den Griff kriegen. Und jetzt sitze ich hier, will ein Spiel installieren, was ein Patch braucht von 19 GB. Wo mein Steam-Programm, was das ja braucht, damit das Spiel auch läuft, weil wenn du es vorher starten willst ohne Patch, es ja sagt, nein, spielst du nicht. Nein, spielst du nicht. Nein, spielst du nicht. Darfst nicht spielen. Muss Patch laden. Ja. Aha, Bibi. Das Problem ist aber auch, dass viele halt einfach so gehypt sind. Ich kauf's trotzdem drauf geschissen. Ne? Ich meine, okay, wenn du Fan der Reihe bist, kann ich es vielleicht nachvollziehen. Aber normalerweise müssten wir als Spieler sowas boykottieren eigentlich mittlerweile. Normalerweise müsstest du echt solche Spiele schmieden, einfach eiskalt boykottieren, wo du ganz genau weißt, dass das echt der letzte Dreck wird. Wo du ganz genau weißt, wenn das rauskommt, das läuft nie im Leben mehr 100% Performance. Ist so. Keine Ahnung, also wie gesagt, früher war das einfach so gewesen. Ich habe ja früher auch viel am PC gespielt. Damals auch hier so Toka, hieß das noch Toka, Tubinka und so ein Kack alle und Driver Driver. Ich denke noch an die Driver-Zeit, wo du im Parkhaus da rumfahren musst. Alter, du hast das Spiel dir aus der Videothek ausgeliehen oder hast es dir gekauft, installiert, gecrackt früher auch, klar. Und dann lief das. Du brauchtest keinen Steam oder so eine Pisse. Du brauchst keinen Steam für so eine Pisse. Heutzutage brauchst du du brauchst mittlerweile zig Trilliarden Wix-Launcher, damit du irgendein verficktes Spiel spielen darfst. Du kriegst ja noch niemals, wenn du jetzt irgendwo im Laden gehst, ein Spiel kaufst für einen PC. Ich rede ja so PC, keine Konsole, abgesehen von Konsole. Du gehst jetzt irgendwo im Laden, sagst, ich will mir ein Spiel kaufen. Hm. Hast einen Vorhaben, fährst hin, rennst rein in den Laden, gehst zum Fachverkäufer, Spiel kaufen. So, dann nimmst du mit nach Hause, hast dann niemals eine CD drin. Hast du einen Key? So, dann gibst du ihn ein. Installieren. Ja, weiter. Fahr C, weiter. Spiele, weiter. Dann installier jetzt. Und dann freust du dich schon. 2 Minuten ist fertig. Ein Update von 50 GB. Ey, ist das doch zum Kotzen. Es ist doch einfach zum Kotzen. Ein Tag und 10 Stunden. Ich glaube, wir spielen was anderes. Ich werde Steam von der Festplatte deinstallieren aus Protest einfach.